So, da sind die ersten Sachen angekommen, die ich bestellt habe. Das ist heiße Ware. Die stellen wir jetzt erstmal auf, vor allem den Schrank mit Schublade. Das ist eigentlich genau das, auf was ich gewartet habe. Damit wir halt schon mal so ein paar Sachen dann auch bei Zeiten hier positionieren können. Ich habe noch Lagerregale gekauft. Ich frage mich, wofür. Ich kriege gar kein Lagerregal mehr herein, wenn ich das richtig sehe. Das stellen wir erstmal ins Lagerregal. Und dann rennen wir mal zum hier raus. Wir haben da nämlich noch so ein paar Sachen drauf. Noch mehr Schränke mit Schubladen. Das ist, dann haben wir erstmal eine Registrierkasse. Die können wir erstmal platzieren. Das stellen wir erstmal hier hin. Dann haben wir noch den Getränkekühlschrank. Den positionieren wir erstmal grob da. Die Salatbar. Die stellen wir erstmal hier in die Ecke. Und die Reinigungsstation, naja, in die Tür vielleicht nicht unbedingt, aber erstmal dahin, damit wir. Geht jetzt erstmal nur darum, dass wir draußen die Palette leer kriegen. Weil nämlich, wenn die Jungs von Ikea kommen und meine Stühle und Tische bringen, dann erzählen die mir ganz stolz: Wir könnten aber ihre Ware nicht anliefern, weil steht noch eine alte Palette draußen. Das ist halt nicht so geil, ne? So, Schrank mit Schubladen. Moment. Den machen wir direkt auch hier hin. Die zweite Registrierkasse. Oh, das weiß ich nicht. Das ist mir. Ich stelle die einfach mal auf. Kann ja jetzt nicht schaden. So, warte mal. Aber ich habe doch gar keine Friteuse, oder? Wo ist denn meine Friteuse? Ich hatte doch eine Friteuse gekauft. Warum ist denn die Friteuse nicht da? Habe ich die zufällig irgendwie eingelagert und weiß nichts davon? Nein, doch. Ah, da ist die Friteuse. Ich war ein bisschen verwirrt jetzt kurzzeitig. So, Moment, jetzt haben wir hier Fritten Deluxe. Ja, das ist halt ein Problem, ne? Jetzt hast du halt hier noch den ganzen Grillkram. Hier. So kann ich die platzieren. Ah, die Salatbar mal daneben. Hier stellen wir unseren Getränkekühlschrank auf. Und dann ist er erstmal gut, ne? Dann können wir hier noch den Reinigungstrolley hinstellen. Dann kommen wir hier mit dem Hotdog-Grill. Und hier haben wir noch den Industriegrill für weitere Kacke. Wir könnten natürlich auch einfach den ganzen Mist, den wir kaufen wollen, bestellen. Also die liefern ja auch. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich brauche ja so viel Papiertüten. Muss man gerade überprüfen. Wie ist denn das? Pass mal auf. Ich habe eine Frage. Und zwar, ist es clever? Wenn wir die Lagerregale so hinstellen. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Komme ich jetzt da hinten noch hin? Ich kann mir keinen Schrubber holen, ne? Nee, kein Schrubber. Ach, das ist doch alles. Ah, man kann die Sackkarre da wegnehmen. Okay, warte mal, dann stell die Sackkarre vielleicht mal raus. Dann stellst du das Lagerregal dahin. Und kann man das dahin stellen? Ja, das geht. Das ist schön. Das hilft mir aber auch nicht. Das ist doch blöd. Ich finde das nicht cool. Naja, wir stellen das eben mal dahin. Ich weiß jetzt nicht. Dann können wir die Sackkarre ja vielleicht hier hinstellen. Kommen wir auch nicht mehr rein, ne? Die jetzt da hinstelle. Naja, ist auch blöd. Ist auch sau dämlich. Warte mal. Da, wo ich stehe, wäre es vielleicht gut. Kann ich die Sackkarre da. Nee, das ist auch mitten in der Tür. Ist doch alles bekloppt, Alter. Ich stell mir das als Deko-Objekt halt da hinten hin. Ja, da sind Sachen eingetroffen. Kann ich die Sackere kurz benutzen? Wir müssen auf jeden Fall es noch schaffen, da hochzukommen, bevor das zumacht. Kannst du mal den Schwachsinn da wegmachen? Ich muss jetzt hier
2 Standardtische und einen Stuhl aufladen. So, und dann betreten wir erstmal den Laden. Und dann Lager verwalten und dann bitte 3 Standardtische aufstellen, damit die sich zumindest hinsetzen können. Sonst sind die so am Jammern. So, dann machen wir da, machen wir wieder so. Dann machen wir da Tisch hin und wir machen hier noch einen Tisch hin. Ich stell das jetzt erstmal nur auf. Das hat jetzt noch nicht, das ist noch nicht final hier. Einmal raus noch und den Rest auf die Sackkarre geschmissen. Rest auf die Sackkarre schmeißen sieht für mich auch ein bisschen anders aus. Den hier hin. Platzieren wir das noch. Stühle aufstellen ist eine ganz nette Beschäftigung. Da geht's. Jetzt sind ja noch ein paar. Nochmal 7. Dann sind noch 2 draußen. Und weiter geht's. Mach das Fenster zu, sonst kann ich es nicht hinstellen. Hier hin. Ja, schick ist was anderes. Aber da kümmere ich mich drum, wenn es Zeit ist. Rad ist keine. Alles 3 Stuhl. Deswegen einem Lautsprecher nochmal raus. Ist doch auch bekloppt. Und das ist ein Lautsprecher, den stellen wir da hinten in die Ecke. Ihr habt doch P gedrückt. Was machst du denn? Ich brauche auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Warte mal, ich habe einen Mitarbeiter. Oh, das. Ich brauche ganz schön viel für den Anfang schon. Ja, hätte ich die Sackkarre jetzt eigentlich nicht für gebraucht. Ist ja nur ein Lautsprecher. Können wir den rausnehmen und dann stellen wir das da hin. Keine Ahnung. Ah, das ist, weil es leise gestellt ist. Finde ich das jetzt gut so? Kann man das... Ah, das kannst du jetzt wie es alles verschieben. Das ist super. So, dann... Ab zur U-Bahn. Gucken, ob wir hier oben irgendwo bei dem Händler in der Nähe rauskommen. Damit ich nicht so weit laufen muss. Ah, das ist prima. Können wir direkt den ganzen Weg auch wieder zurückfahren. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall einmal alles. So gefühlt. Lauf, Junge, lauf. Sparen wir uns Sprit und ich fahre die Karre nicht so kaputt. Ja. Könnte schlechter sein. Rein in die gute Stube. Und dann gehen wir hier zum Filialleiter direkt. Der müsste hier hinten in der Ecke sitzen. Ich weiß, dass der für einen Taui liefert. Das weiß ich. Oder ab 1000. Das? Ich will. Geschäft. Maximale Kartons 20. Also gut, wir haben einen Deal. Und was machen wir da jetzt? Ah. Liefertag ist Montag. Wie wäre es mit Samstag? Preiswerte Geschenke? Nein. Cupcakes? Nein. Wir brauchen 2 Kartons Donuts. Dann brauchen wir 3 Kartons davon. Dann brauchen wir 2 Kartons Papiertüten. Dann brauche ich 1 Karton Salat. Und 3 Kartons Getränktüten. Ich habe die Burger noch nicht gefunden. Ah, da. Dann brauchen wir 4 Kartons Getränketüten. Was habe ich denn alles so im Angebot? Ich habe Getränke im Angebot. Es ist eine Fritteuse da für Donuts. Es ist ein Hotdog-Grill da. Es ist Burger da. Und es ist Salat da. Und ja, Getränke hatte ich schon. Und ich brauche Papiertüten. Mehr habe ich jetzt noch nicht gekauft.
Ich würde die Lieferung gerne relativ maximieren. Ich weiß nicht, ob ich so viele Getränkedosen brauche. Können wir nochmal. Das können wir erstmal liefern lassen. Wo sehe ich denn dann, dass die liefern? Das ist ja mal eine Frage, die stelle ich mir tatsächlich. Kann ich das hier irgendwo sehen? Ah, wahrscheinlich bei Lieferung. Ah, alles klar. Das ist ja jetzt immer samstags, ne? Das ist, ja, kannst du gehen. Das kommt dann am Samstag. Da ist die Frage, wann das Samstag kommt. Ich nehme jetzt erstmal hier hoch, wieder in die U-Bahn, fahren zu meinem Auto. Und dann geht's los. Ja, hier wirst du auch von dem LKW überfahren, weil die, weiß ich nicht, da über der halbe Grasnarbe rammeln. Ab geht's. Da unten müssen wir rauskommen. Wird interessant, ob die das dann einfach vor der Tür abstellen. Das ist wahrlich eine interessante Frage. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Das ist erstmal so mein... Das ist jetzt erstmal so mein Plan. Dann machen wir ein Nickerchen bis Samstag und dann gucken wir mal, wann die Waren ankommen. Muss man ja mal abwarten jetzt. Ich muss mir erstmal mein Haus markieren, sonst fahre ich vermutlich wieder überall hin und nicht nach Hause. Ja, Mama, ganz ruhig. Ich bin ja nicht reingefahren, kannst du mich mal glücklich schätzen. Tanken müssen wir auch bald. Abbiegen. Oh, nicht gegen die Laterne. Ja, ist egal. Parkt sich gut. Ah, wir brauchen auch noch Papiertüten hier oben. Die sollte ich dann auch nochmal irgendwann holen. Und den Computer müssten wir vielleicht auch irgendwann kaufen. Ja, das mit dem Schlafen geht schon. Ja, da habe ich mir gedacht. Oh, Lebensmittel gehen auch dahin. So. Ab geht's jetzt um Papiertüten für den Geschenkeshop. Kaufe ich einfach hier unten in dem Shop an der Ecke. Und dann fahren wir mal an unseren neu gegründeten Burger-Donut-Schuppen. Ja, ja, macht keinen Stress, haben wir eine Beule im Kofferraum. Anhalten. Oh, das ist illegal. Na, wahrscheinlich, weil ich da sehr auf der Straße stehe. Ich habe keine Sackkarre im Auto. Das macht aber nichts. Brauche ja nur Papiertüten, wenn wir einen im Laden klauen. So, kauf mal. Ja, nimm mal drei, es wird schon gehen. Mal gucken, vielleicht brauchen wir auch noch Geschenke. Ach, der Schmutz. Ach, ich habe auch noch nicht. Ich habe auch noch gar nicht. Wo sind die denn? Da sind die. Anrufen. Und zwar für das da. Und da brauchen wir eine Reinigungskraft. Da präsentierst du mir mal 10 Stück. Kann man schließen. Jetzt kann man das alles ins Auto schaffen hier. Sackkarre hier. Einsteigen. Und dann fahren wir halt nochmal zurück. Bringen das gerade weg. Und reinigen den Laden schnell. Oder? Nee, wir warten, bis wir die Reinigungskraft haben. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden. Kostet ja alles Zeit. Und ich will ja auch Geld verdienen. Endlich Kohlen. Der kriegt seine Tüten. Ja, hier geht lagermäßig alles im Bach runter. Das Fahrzeug. Ja, das sieht schrecklich aus hier drin. Da kann ich den Dreck verkaufen. Habe ich beim letzten Mal vergessen. Wollte ich unbedingt noch machen. Reinigungskraft einstellen. Ist mir tatsächlich entglitten. Dass das hier so aufpoppt, das liegt übrigens, glaube ich, daran, dass ich die
noch nicht ganz ausgereifte Controllersteuerung benutze, ohne den Controller zu benutzen. Ich spiele ja mit Tastatur und Maus. Weiß nicht, finde ich vielleicht nicht so cool. Muss man immer die Kamera so oft drehen. Fand ich an der anderen Option irgendwie ein bisschen leichter. Jetzt fahren wir aber auch nur hier runter und dann fahre ich mal der U-Bahn. Und da müssen wir mal gucken, wo die Klamotten geparkt sind. War ruhig, ich möchte gern hier parken. Das ist mein neuer Plan. Umweltbewusstsein und so. Wo ist es? Ich hab's vergessen. Nein, wirklich. Ich hab vergessen. Warte mal, da unten. Fahren wir doch los mit dem Eimer. Und ab geht's. Ah, es steht nichts vor der Tür. Dann haben sie das bestimmt eingeräumt. Ja, ja. Das ist ja nett von denen. Dann kann es ja eigentlich direkt losgehen. Keine Öffnungszeiten. Ja, alles gut. Super. Wir haben noch ein paar Euro auf der Tasche. Er hat alles nur nicht eingeräumt. Er hat alles eingeräumt, nur die Donuts haben sie nicht eingeräumt. Mal gerade gucken, wo die Donuts sind. Da. Dann können wir das ja mal anklicken und dann bringt er die Donuts bestimmt gerne auch selbst in die Fritteuse. Moment, jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen. Ich mache jetzt mal einen Zeitplan. So, dann haben wir den Employer. Und dann hat es Evelyn Brooks, das hat ja nichts. Das kann dann hier eigentlich direkt arbeiten. Ne? Und dann gehen wir nochmal hier rein. Und dann gehen wir nochmal hier rein. Was hat denn das für eine Warnung? Ich habe doch gerade... Vielleicht ist jetzt... Abwarten kurz. Ja, das Problem ist... Hier habe ich jetzt zwei Registrierkassen. Wir machen das hier mal anders. Wir öffnen hier von 15 bis 22 Uhr. Das öffnet dann erst und dann können wir uns ja vielleicht... Es hat auch gar keine Warnung. Was will der denn? Er wird auch gar nicht gewarnt. Das durchschnittliche Tageseinkommen, das ist die Zufriedenheit, ist nicht so hoch. Das liegt erstmal an der Sauberkeit. B, wird kein Marketing gemacht. Das liegt aber daran, dass ich das auch noch nicht kann. Und der Kundendienst ist halt echt mies, ne, mit 25. Das ist ein Problem, weil das wird alles zur Kaufkraft logischerweise dazu zählen. Umso weniger Service du anbietest und umso dreckiger dein Laden ist, umso weniger kaufen die Leute halt auch gerne. Wir müssen jetzt erstmal warten bis 15 Uhr und dann machen wir zwei Kassen auf. Ich bin ja der schweren Hoffnung, dass das hier richtig zur Sache geht direkt. Richtig Umsatz machen. Ich sehe noch nicht, dass das auch wirklich so zutrifft, aber das ist eine ganz andere Sache. Ja, und diese Wartezeiten, ich mag das immer gern. Ah, man kann sich nicht hinsetzen, schade. Ich mache mal meine Ziele weg, das deprimiert mich mehr. Diese Sakara ist auch formschön. Aber ich krieg sie hinten nicht rein, wegen der Tür. Man bräuchte einen größeren Lager. Also ich meine, der Laden ist ja groß genug, das ist es ja nicht. Ich habe nur einfach nicht genug Platz für Lagerregale. Wir warten noch weiter. Ist nicht mehr lange. Wir haben es gleich hinter uns gebracht. Dann passiert wieder was. Vielleicht schneide ich das auch raus. Mal gucken. Ich stelle mich schon mal hier hin. Da weise ich mich selbst zu. Und dann schieben wir das mal nach hier unten. Jetzt ist geöffnet und Tante Yolanda ist da. Wir machen jetzt hier richtig Rambazamba. Mal gucken, wie viel Besucher wir denn so empfangen in der nächsten Zeit. Los geht's. Ah, die freuen sich, dass sie sich hinsetzen können. Es gibt noch keine großen Beschwerden, dass alles hässlich ist. Reicht das etwa schon, ein Stück Tapete dran zu kleben?
Morgen werden wir dann nochmal ein paar Kundendienstmitarbeiter einstellen. Ich weiß nicht, ob ich direkt 4 nehme. Das ist so eine Frage. Kommt ja auch darauf an, ob du 4 gute kriegst halt, ne? Also kann dir ja doch passieren, dass du wirklich nur am Start hast. Keine, die was taugen. Es sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus, muss ich sagen. Die Kapazität des Ladens müsste so bei 30 liegen. Ich meine zumindest, dass das so ist. Das ist der falsche Knopf. Wir gucken mal gerade rein. Ja, das Gebäudelimit und die aktuelle Kapazität sind 20. Das bedeutet wahrscheinlich, man bräuchte von jedem Gerät ein zweites. Und ich weiß nicht, ob man auch eine dritte Kasse braucht. Das ist halt so eine Sache, die ich jetzt gerade nicht so richtig sagen kann.